Donnerstag ist es soweit. Du kommst mit von der Arbeit und du fragst, was soll ich bloß tun mit mir? Ja, das kenne ich. Aber heute ist ein echt besonderer Tag, denn heute startet die Show. Mit Snorri, Aya, Hide, Mephisto, sie gehen auf Twitch heute live. Dann komm doch mit und sei dabei. Willkommen hier bei Hart und Herzlich. Schnapp dir ein Bierchen und hör gut zu, worum es wohl geht bei Hart und Herzlich. Eigentlich bestimmt das ja auch du. Packt Snorri wieder Studien aus, die total sinnlos sind, ey, find's raus. Kommt von Aya wieder ein abartig flacher Witz, davon kannst du ausgehen, echt. Mephisto knallt wieder Fakten raus, ganz herzlich, so sieht die Show in etwa aus. Der Hide verliert den Verstand, ganz herzlich, er ist halt nur der Praktikant. Das hier passiert bei Hart und Herzlich, spät am Abend bis tief in die Nacht. Darum schau rein bei Hart und Herzlich, außer wenn du gerade was anderes machst. Hart und Herzlich, Hart und Herzlich. Musik haben wir auch. Aber ich sag dir, wegen CC werden deine liebsten Lieder nicht gehen. The Roots and Storm und Friends, das können wir nicht spielen, wegen Lizenz. Kam das jetzt plötzlich? War das ein Schock? Ja, noch die Warlords oder Bankrock? Ach, da war was. Gut, dass du sagst. Wir schauen mal, was Bank wieder getweetet hat. Das alles machen wir nun, denn wir haben nichts Besseres zu tun. Wir machen weiter, das werden wir bringen, bis Bankrock endlich mal wieder anfängt zu singen. Ha, 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 hey! Wir machen weiter Hart und Herzlich und labern, was das Zeug hält. Das Showbusiness ist halt hart und herzlich, damit verdienen wir überhaupt kein Geld. Komm rein bei Hart und Herzlich, jetzt setz dich und nimm dir einen Keks. So muss es sein bei Hart und Herzlich. Was sagst du? Ach, es ist schon zu spät. Mehr wird's nicht, Hart und Herzlich. Es regnet. Und damit Hart und Herzlich willkommen hier bei Hart und Herzlich. Hallo. Ja, das war ein ziemlicher Introbrecher. Da hat er es gesagt, er hat es gesagt, genau. Hallo. Ja. Hallo, hallo, hallo. Und wie wir hören, heute klein wenig mit einer kleinen Änderung in der Anfangskonstellation. Mephisto ist da und Hide hallo. Ist nicht da. Ja, gibt gleich einen Rümpfer. Ja, es gibt gleich eine Abmahnung. So, jetzt nochmal ganz kurz die Technik. Sollte jetzt gehen. Okay, sehr schön. Jo, hast du das mitbekommen? Ach ja, genau, wir feiern ja heute erstmal wieder was. Wir grüßen und feiern, das hätte ich fast wieder vergessen. Wir grüßen heute Hiltrud, Dietrich, Corina, Hatis, Tiaku, Tilo, Jona, Hildrun, Vincent, Derek, Kiel, Vinzenz, Yannick und Vinzenz mit 2Z. Jo, und wir feiern heute den Zerdrücke-eine-Dose-Tag. Mephisto, hast du heute eine Dose zerdrückt? Oh mein Gott. Nein, ich habe heute keine Dose zerdrückt. Oh. Leider. Hab ich noch eine Dose? Na gut, du hast noch etwa 4 Stunden Zeit, um das zu feiern. Ja, gut. Ist ja, genau. Ja, und gleich mal so die Frage, hast du das mitbekommen mit Telltale? Ich habe das mitbekommen, die haben aufgehört zu Spiele machen, ne? Also die haben Insolvenz oder irgend sowas oder beendet die? Ja, ja, genau. Die haben die haben jetzt einen, ich glaube im Englischen war das ein Financial Shutdown, also quasi eine Insolvenz gehabt. Und okay. Haben jetzt 225 Leute von ihren 250 entlassen und die 25, die noch da sind, sind glaube ich jetzt noch so lange dabei, um den Minecraft Story Mode für Netflix fertig zu machen. Und ach, okay. Ja, Prioritäten halt. Und okay. Und danach sind die aber wahrscheinlich auch auf der Straße.
Und da gab es natürlich jetzt großen Aufschrei drumherum im ganzen Internet von allen Seiten. Zum einen natürlich, weil die ja vorher noch groß diesen Season Pass für The Walking Dead rausgehauen haben. Okay. Der ja jetzt eigentlich nicht mehr fertiggestellt werden kann. Weil die sind jetzt, die haben die erste Episode haben sie rausgebracht, die zweite soll noch kommen, ich glaube nächste Woche. Und der Rest kann halt nicht mehr fertiggestellt werden. Das heißt, die finale Staffel soll so nicht mehr fertiggestellt werden. Und zum anderen natürlich, weil keiner von den Leuten, die jetzt bei Telltale gearbeitet haben, eine Abfindung bekommt. Dadurch, dass sie halt insolvent sind, können die halt den Leuten das nicht mehr zahlen. Und die haben aber noch bis eine Woche vor dieser Nachricht haben die noch Leute gesucht und eingestellt. Also das scheint, irgendjemand da scheint nicht gewusst zu haben, wie schlimm es um Telltale steht. Ja. Aber was so die Finanzen bei denen angeht, das war ja schon immer so ein bisschen komisch, ne? Ja, wenn ich gut, so, wenn wir uns mal so überlegen, wie viele Lizenzen sie gekauft haben und dann plötzlich haben so 80 Leute dazugeholt und haben dann irgendwie 4 Sachen auf einmal gemacht, aber irgendwie nur irgendwie 2 Schreiber oder so gehabt. Und das hat ja vorne und hinten nie gepasst. Aber lieber eins ordentlich machen, ne? Eben. Also hätten sie sich auf 1 oder 2 pro Rhythmus, sag ich mal, konzentriert, sähe das Ganze wahrscheinlich sowohl finanziell als auch qualitativ besser aus mit den Spielen. Aber es soll jetzt tatsächlich eine Idee geben, die finale Staffel von The Walking Dead doch noch erscheinen zu lassen. Und zwar hat sich Telltale nochmal gemeldet und hat jetzt gesagt, die sind dabei, mit anderen Entwicklern zu verhandeln und möchten dann quasi diese Lizenz weiterverkaufen an den anderen, der dann die Staffel zu Ende führt. Also es gäbe dann in dem Sinne immer noch eine finale Staffel, aber natürlich das damalige Entwicklerteam, das dort die Staffel beendet hat, wäre natürlich jetzt nicht mehr dabei, sondern halt ein auswärtiges Team. Aber ich glaube, es ist vielleicht besser, als gar keinen Abschluss von dieser Staffel zu haben. Das ist wohl wahr. Und da haben sich natürlich auch wieder gleich welche gemeldet mit hört auf damit, wir wollen eher, dass die Mitarbeiter alle eine Abfindung bekommen, als dass die Serie beendet wird und so. Ich weiß nicht. Aus meinem egoistischen Gedanken her würde ich schon sagen, ich würde schon gerne die Staffel beendet sehen. Aber ich kann natürlich schon verstehen, dass die ihre Abfindung brauchen. Wobei ich glaube, für mich käme es auch echt drauf an, wie schnell die anderen wieder in die Jobs kämen, um das zu entscheiden. Aber mich wundert das eh. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie dann die Lizenzen jetzt so verkaufen möchten, dass es vielleicht einen anderen Entwickler gibt, der dann so ähnliche Spiele macht und vielleicht diese Telltale, wie soll ich sagen, diese Telltale-Spielentwicklung dann etwas überholt. Okay. Ah, und ich sehe gerade, ich weiß, wo Hide ist. Wo ist denn Hide? Der schaut doch einfach mal bei Graumen Gaming. Hide, mein Tank ist voll. Ich habe es nämlich gerade auf Twitch gesehen, bei Freunde Online. Er schaut Graumen Gaming. Ich bin enttäuscht. Ich auch. Ja. Und, das war es auf jeden Fall so zu Telltale, was ich so gesehen habe. Okay. Ja gut, habe ich nie so gespielt, die Spiele, muss ich sagen. Ja gut, das
Ich glaube, das waren auch keine Spiele für dich so, ne? Ich sag mal so, allein schon die Engine war ja echt alt und das waren meistens eher so etwas ruhigere Spiele. Es ging sehr viel um Reden. Ja, nee. Ja, ich habe übrigens jetzt auch schon mal gesehen, für mich gibt es, glaube ich, jetzt tatsächlich noch einen Film, der The Room vom Thron stoßen kann, was schlechtester Film angeht. Okay. Vielleicht hast du ja mal von gehört, aber ich bezweifle es. Lycan Colony heißt der. Sagt mir das nichts. Die Story ist, wie war das ungefähr? Ich glaube, zwei Geschwister waren auf der Suche nach ihrem Vater in irgendeiner, in einer Kleinstadt in Massachusetts. Mit einer Einwohnerzahl von 3761, also relativ klein. Und was aber sie da nicht wussten, diese Kleinstadt ist von, da leben quasi nur Werwölfe. Und wow. Ja. Die leben irgendwie in dieser Kleinstadt, weil dieser, in diesem See oder was das da war, der da durchmündet, der ist sehr silberhaltig. Und damit schaffen die das irgendwie, ihre Werwolfsgestalt zu unterdrücken. Mhm. Und die finden dann irgendwie auch Spuren auf den Vater, weil einer von denen das Medaillon hat, was der Vater halt hatte. Und der ist natürlich dann der große Bösewicht, gegen den sie kämpfen. Und die komische Sache ist, die haben für den ganzen Film hatten sie nur ein Werwolfskostüm. Das heißt, immer wenn sie, die haben zum Beispiel in so einer Bar gegen vielleicht 10 Werwölfe gekämpft. Aber dadurch, dass sie nur ein Werwolfskostüm haben, haben sie den natürlich immer einzeln gezeigt. Und damit sah es eigentlich immer so aus, als ob der gleiche Werwolf einfach nur wieder woanders stand. Und und die haben dann großteils sehr viele Sachen mit Greenscreen gemacht, der aber sehr, sehr schlecht durchgeführt war. Die hatten zum Beispiel so ein Greenscreen in so einem Wald, obwohl sie teilweise die Sachen selber schon draußen in einem Wald gemacht haben. Ja. Dann haben sie hinterher später nochmal Szenen gehabt mit Greenscreen in dem Wald und haben das irgendwie nicht so hingekriegt, dass das richtig wie Boden aussah. Das heißt, wenn sich da einer vor den Greenscreen gelegt hat, sah das aus, als ob der da geschwoben hat. Und wenn der... Da hatten sie eine Szene, da haben sie irgendwie so eine Frau da hat sich da hingeworfen und die ist dann da auf dem Boden gerollt, ne? Und ja, durch diesen blöden Greenscreen-Effekt sah das eigentlich aus, als ob die in die Luft geflogen wäre. Mit dem Kusseln. Das war so merkwürdig. Und dieser große, der große Bösewicht, der sah aus, als ob das so ein, wie heißen die Dinger, Furry oder sowas war, ne? Du kennst die. Die etwas comichaften Tiere, wo sich die Leute immer verkleiden. Jedenfalls, so sah der Kerl aus. Ach so. Das war ein relativ, ja, bescheidener Film. Und was sehr mies war, fand ich, sie haben viele Sachen, die Nacht sein sollten, haben sie am Tag gedreht. Das heißt, sie haben einfach den Regler so weit geändert, dass er so ein komisches blaues Licht hattest, was halt komplett trashig aussieht. Nur um zu verdecken, dass es gerade eigentlich Nacht ist. Dass es eigentlich gerade Tag ist. Das perfekte Spiel für mich. Also, der perfekte Film.
Ja, ne. Sowas will. Ne. Ja, da war schon vor allem diese ganzen Special-Effekte, die sie da eingebaut haben. Ach, das Schönste war immer noch, die saßen in einer Bar und haben dann geguckt, einer von diesen Leuten, der da saß, hatte ein Tattoo auf dem Rücken von irgendeinem Militär-Tattoo, ne? Und die haben aber nicht irgendwie so ein abwaschbares Tattoo oder sowas draus gemacht. Ja. Sondern haben das dann versucht, mit Special-Effekten einzublenden. Und die Sache ist natürlich die, wenn der sich bewegt, dann haben sie natürlich da ein Problem. Das heißt, als er sich dann umgedreht hat und sich wieder dazu bewegt hat, damit man das Tattoo sehen kann, haben die natürlich versucht, dieses Tattoo einzublenden und haben es dann immer so ein bisschen verschoben, damit es ungefähr so auf dem Stand ist, wo es sein müsste. Das sah so schlecht aus. Deswegen haben sie dann irgendwann den Film auch angehalten, damit ihr das Tattoo auch richtig sehen konntest. Mein Gott. Ich glaube, ich hätte nach 5 Minuten schon wieder ausgemacht. Ja, ich glaube schon. Das war halt so ein richtig trashiger Film. Manchmal muss sowas sein. Ja, nee, aber das ist wieder, wo ich sage, nee, da gucke ich lieber Transformers an. Ja, der ist auch trashig auf seine Weise. Ja, aber das sieht nicht ein bisschen besser aus. Ist es, man? Einfach nur Hirn abgeben, ne? Ja. Und genießen. Ja, halt, aber... Ne? Das sind aber eigentlich auch so die Sachen, warum ich diesen Trash so mag. Weil es einfach so ehrlich wirkt. Ich mag ehrliche Filme. Doch, da kriegst du doch auch bei sowas. Also bitte. Ich weiß noch, wo Hide mir gesagt hat, es kommt Alan Quatermain. Wer war das nochmal? Also so ein Schatzsucher, Gedönsch, ja, so ein. Da gibt es aber wahrscheinlich 2 verschiedene Versionen. Mhm. Es gibt eine, die richtig gut ist. Und dann kam das bei. Wo kommen das? Was guckt ihr immer an hier? Diese Trash-Filme? Tele5? Ja, wie hieß das? Schläferz, ne? Ach so, Schläferz, ja. Und da kam der Film halt. Ich habe keine 5 Minuten geguckt. Sofort wieder abschalten. Es ist sowas grottig schlecht, wie es Dann weiß ich ja, was ich auswähle, wenn ich wieder dran bin mit Netflix Party. Oh mein Gott, Alter. Das war so abartig hässlich. Das ging gar nicht. Nee. Da hab ich aber nicht. Nee, was hab ich da angeguckt? Ach ja, bei Steph gab es dann. Was haben wir denn noch? Snorri? Ja. Ach, bist noch da? Gut. War ja, ja. Also hier bei The Witcher, ne? Sind die Drehbücher für die erste Season fertig. Okay. Ach, von der neuen Serie. Wo war die? Ja. Auf Amazon oder auf Netflix? Netflix. Ah, okay. Weil die Netflix musste halt gegensteuern, weil Amazon quasi die Rechte von Herr der Ringe bekommen hat. Ach ja, genau. Und so da mussten das. Die halt ein bisschen gegensteuern mit was Ähnlichem, was einen großen Hype hat. Und ich denke mal, The Witcher hat einen Hype. Also da freue ich mich drauf auf die Serie. Also ein bisschen. Du? Ich weiß es noch nicht so. Okay. Also... Die müssten mal einen Trailer dann irgendwann bringen und dann könnte man schon sagen, ja, okay, könnte was werden. Ja, also ich sag mal, das Spiel hat mir ja einigermaßen gefallen. Ja. Daher. Einigermaßen. Ja, es war okay. Jedenfalls, deswegen, eine Serie könnte ich mir zwar gut vorstellen, aber es kommt echt drauf an, wie die gemacht ist. Und wo die ihre Hauptpunkte setzt. Und der Hauptdarsteller wissen wir ja schon, ne, wer es ist. Ist das der Schwatte oder wer ist das? Ach ja, hier, das ist Superman, ne? Henry Cavill. Ja, es geht, aber ich hätte mal einen anderen gewünscht. Wen hättest du dir denn gewünscht? Wie hieß der? Gerald Butler. Gerald Butler. Das ist der von...
Den Namen kenne ich, aber ich weiß nicht. Olympus has fallen. Kenne ich nicht. Oder Geostorm. Habe ich nicht geguckt. Okay. Den aber Namen kenne ich, aber das war nicht der von Gladiator, ne? Nein. Nein. Das war Russell Crowe. Ah, okay. Ne, Moment. Russell Crowe war doch hier Snake Plissken, oder? Nein. Russell Crowe ist der, wisst schon. Der Gladiator-Mann. Jetzt muss er nachgucken. Gladiator-Mann. So, wer war denn hier? Kurt Russell war Snake Plissken, okay. Ja. 2000 ist der Gladiator-Film schon alt. Mhm. Ja, geht schnell, ne? 18 Jahre. Aber der ist immer noch gut. Are you not entertained? Das ist gut. Und die haben ja. Was hatte ich denn nochmal? Irgendwas hatte ich. Das war das ohne. Die hatten doch Bilder jetzt vom Joker gezeigt, ne? Ja, das hatte ich euch da schon reingepackt, ja. Das war das Joker? Ist anscheinend ein Elseworld-Film. Oder ich glaube, wie hieß der? Phoenix? Joaquin Phoenix müsste das sein. Mh. Ja. Ich weiß nicht, ich hätte mir immer noch eher Willem Dafoe als Joker ja, gewünscht. Ja, wo spielt denn? Ist das jetzt quasi ein Film, der nur Joker zeigt? Wie gesagt, ich weiß nur, es ist ein Elseworld-Film. Und okay. Ich weiß nicht genau, für welchen Film er jetzt drin war. Moment, das kann man ja rausfinden. So, hier. Ist er jetzt nur für Joker? In seinem Joker-Film veröffentlicht. Auf dem ist zu sehen, dass Joker noch eine Zwischenstufe gab. Kann sein, dass das tatsächlich nur ein Joker-Film wird. Ja, ich hatte bloß gesagt, dass es nur halt um den Joker geht, ne? Wie er dazu wird, mit dieser Schminke und wie halt so alles passiert. Etwa wie dieser Joker zum Verbrechen findet und wie Bruce Waynes Vater Thomas oder Nira als Moderator dabei eine Rolle spielen. Ach, Robert De Niro ist auch mit in dem Film. Na dann. Also ich gehe mal davon aus, dass der Film, wenn das wirklich nur der Joker-Film wird, wird es wahrscheinlich der Killing-Joke-Film werden. Okay. Killing-Joke ist ja, glaube ich, so ziemlich die bekannteste Origin-Story von Joker. Die... Ja, wahrscheinlich die beliebteste. Da ist, also das ist dann halt wie der Joker zu dem Joker wurde, den er jetzt genau. verkörpert. Ja. Und da ist es so gewesen, der Joker war ein erfolgloser Komiker. Mhm. Und ist dann, boah, wodurch ist er denn dann... Ich weiß nicht mehr genau, wodurch das war. Es gibt so viele Origin-Stories, die mittlerweile miteinander verschmelzen. Es gab ja zum Beispiel auch die Origin-Story von Joker, dass er Red Hood war. Und Red Hood war quasi sowas wie ein Gauner oder Ganove und sollte in so einer Fabrik was klauen. Und dabei wurde er vom Batman gestellt und im Kampf ist er in diese Säure oder sowas gefallen. Oder in diese Chemikalien.
Wollte Batman natürlich nicht, aber er konnte es in dem Moment nicht verhindern. Und Joker hat natürlich, ja, hat ihm natürlich die Schuld dafür gegeben und deswegen ist Batman jetzt sein Erzfeind. Das ist die eine Origin-Story. Die andere ist halt die, dass Joker ein abgehalfteter Komiker war, er nicht erfolgreich war und die Leute dann irgendwie zum Lachen bringen wollte. Hinterher dann eher aus Rache mit diesem Lachgas und so weiter. Und damit hat er halt die Leute umgebracht. Die haben dann normalerweise, ja, die haben normalerweise dann wie irre angefangen zu lachen und sind dann hinterher an diesem Gas gestorben. Das war, glaube ich, auch Teil vom Killing Joke. Ich weiß aber nicht mehr die genaue Geschichte davon. Okay. Nur noch Bruchteile. Naja, ist mein... Aber ich weiß nicht, mir hat der Joker, den sie da gezeigt haben, hat mir irgendwie nicht so gefallen. Das war irgendwie so... Das war halt irgendwie so... Ja, da bist du nicht der Einzige. Ja, das ist so, wie heißt der... Kindergeburtstagsklauen, weißt du? Ja. Das fand ich nicht vielleicht so schön. Wird das im Film noch anders, wissen wir ja nicht. Ja, vielleicht ändert es erst zum Ende hin, aber ich weiß nicht. Ich hätte halt doch lieber Willem Dafoe gehabt, weil er einfach optimal passt. Sowohl vom Charme her als auch vom Gesicht passt er einfach super dahin. Ja, kommt drauf an, wer was er an Gage hatten, ne? Ja, das stimmt natürlich auch immer, aber den Willem Dafoe Joker hätten sie auch so ganz gut hingekriegt. Hast du jetzt übrigens noch mitbekommen, wo wir gerade dabei sind? Ich glaube, ich hatte es euch kurz erzählt, dass DC jetzt mittlerweile eine eigene Plattform gestartet hat. Ja, da hat man ja die Tage mal drüber diskutiert. Ja, genau, die wollten... Und ja, ich fand es ja echt schon... sehr dreist, aber, was sie da vorhatten. Aber und zwar... Also die wollen ja so eine ähnliche Plattform wie Netflix und Amazon machen, ne? Ja, ein bisschen kleiner natürlich, aber ja, genau, ein reines DC-Portal quasi. Ja, aber man weiß ja, nächstes Jahr... Ich glaube, mit ist ja. Also, auf jeden Fall, nächstes Jahr 2019 kommt ja Disney, ne? Ja. Ihre Plattform. Und Disney hat halt, ich sag mal, Geld. Und mehr Auswahl, was Geschichten anbetrifft, die zu erzählen sind. Oh, jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube. Da muss ich ja tatsächlich dieses Last Jedi und so weiter noch gucken, bevor das nächstes Jahr dann einfach auf dem Disney Channel ist. Ach so, weißt du. Ja, ich nehme an, dass die Sachen wahrscheinlich auch dann darüber packen werden. Ja, das weiß man nicht, ob jetzt Netflix gesagt hat, gut, bevor die nächstes Jahr starten, kaufen wir die Lizenzen halt von Disney ab. Für die... Ja, aber die ist ja normalerweise, ist die Lizenz ja zeitlich begrenzt. Ach so. Es kann natürlich ja, das sein, dass die dann einfach sagen, jetzt hier für ein Jahr ist der da. Ja, ich meine, die haben ja, wenn man jetzt Disney betrachtet, die haben ja Marvel, dann haben sie Fluch der Karibik. Ja, ich meine, da werden sie bestimmt auch eine Serie draus machen, gehe ich mal davon aus. Dann haben jetzt sie natürlich noch sämtliche Pixar-Filme. Pixar-Filme, genau, da werden sie ohne Serie machen. Ich bin Marvel, gibt es viele Helden, wissen wir. Und Disney hat, wie gesagt, Geld. Ich glaube, da werden sie versuchen, ein paar Helden, die es nicht so gegeben hat, oder ich sage mal, ne, die es nicht so im Vordergrund stehen, vielleicht mal nach vorne zu heben. Ja, das haben sie doch schon sehr häufig gemacht, oder? Ich sag mal hier Black Panther und Ant-Man und solche Sachen, die waren ja, glaube ich, auch eher weniger bekannt, oder? Ja, nee, eine Serie draus machen. Ach so, ja, also, statt einem Film, ja, okay, also zum ja. Zum Beispiel hier Hawkeye. Ne, sowas. Die Geschichte halt erzählen oder Black Widow oder so. Also ich meine, die haben die viel mehr Auswahl. Und DC hat schon eine ganze Menge Charaktere. Ja, das aber das Dumme ist, DC beschränkt sich meistens auf die bekannt sind.
Und dann sollen sie erstmal ordentliche Filme hinkriegen, bevor sie hier aus dem Plattform machen. Würde ich erstmal sagen. Also DC ist tatsächlich herausragend, was die Animationsfilme angeht. Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Also was die Comics und die Animationsfilme angeht, muss ich sagen, sind sie echt gut. Aber die haben keine Ahnung von realen Filmen. Also wirklich keine Ahnung. Die schicken die falschen Leute dahin. Die haben Schreiber, die keine Ahnung von der Story haben. Die nutzen für mich Schauspieler, die oft nicht reinpassen. Ja. Ja. Und sie nutzen halt auch genau die Charaktere, die eh schon jeder kennt. Und müsste mal kurz einhaken. Ja. Und außer Wonder Woman, der war eigentlich gut, muss man sagen. Und wer gut, er kommt ja noch ins Kino, ist Aquaman. Der Schauspieler passt aber wieder. Für den neuen Aquaman, ja, definitiv. Den haben sie ja auch schon. Also der sieht in den Comics sieht ja schon lange so aus. Aber jetzt haben sie den halt auch mal so in die Kinos gebracht. Das finde ich ganz gut. Jetzt muss ich einfach mal ganz kurz gucken, hier. Regie von dem Wonder Woman Film war Patty Jenkins. Bekannt. Sie macht, glaube ich, auch einen zweiten Teil. Okay, die hat vorher fast nur Serien gemacht, oder? Ah, zwei Kurzfilme, einen richtigen Film und dann Serien. Bisher aber auch nichts, was in diese Richtung geht, wenn ich mir das so ansehe. The Killing kenne ich jetzt nicht. Hast du den gesehen? Nein. Nein, okay. Ich kann dir also noch nicht so viel dazu sagen. Ich muss sagen, ich bin von den realen Filmen in DC bin ich so ein bisschen abgeschreckt. Deswegen habe ich da keinen mehr geguckt. Der ist wirklich gut und die Schauspielerin passt auch, finde ich. Nee, aber was ich damit jetzt meine, sie suchen sich tatsächlich sehr häufig Produzenten oder Regisseure suchen sie sich sehr häufig raus, die keine Ahnung von der Materie haben. Hier, was ich bei ihr jetzt gesehen habe, die hat solche Sachen auch noch nie wirklich gemacht. Ich meine, sie hat es gut gemacht. Aber das ist ja dann anscheinend nicht DC zu verschulden, sondern weil Patty Jenkins ein bisschen mehr drauf hatte. Ich hätte vielleicht von den Regisseuren ein bisschen mehr Leute genommen, die was von Actionfilmen und vielleicht von so einem Helden-Setup Ahnung haben. Ein wenig Ahnung haben. Ja, richtig. Ne? Ich meine, gehen wir ist vom Positiven, ich meine, Superman passt. Ja, der Schauspieler ist gut, finde ich. Ja. Also hier der Film Superman. Also sollten sie, sollten sie Henry Cavill weiter behalten, passt der auf jeden Fall schon mal. Wie hieß der erste Film? Superman? War das nicht Man of Steel? Ah ja, genau. Man of Steel hat mir auch sehr gut gefallen. Da habe ich gesagt, ach ja, gut. Ich meine, dann Justice League, da habe ich mich auch sehr gefreut, ne? Weil ich meine, ein bisschen Marvel DC, ich meine, das ist ja jetzt wieder so eine Sache. Aber ich mag halt Comics und Superhelden und so, das ist was Schönes. Und den größten Fehler, den die gemacht haben, finde ich, ist Ben Affleck als Batman. Ja. Er passt da sowas von nicht rein. Und das Schlimmste war Batman vs. Superman in diesem Anzug. Das habe ich schon gesagt, als der reinkam. Also als der vorgestellt wurde. Der passt einfach nicht rein. Er passt zwar vom Gesicht her, aber er passt man nimmt es ihm nicht ab. Finde ich. Bingo. Also er hat zwar schon so das Gesicht für einen Batman, aber man nimmt es ihm echt nicht ab, dass er Batman ist. Und deswegen, Die ganze Person bringt das nicht rüber. Ja, ja, eben. Aber ich finde es sehr schön, sie wollen ja einen neuen Batman reinpacken. Also es wird nicht mehr Ben Affleck. Ben Affleck hat ausgedient. Und er hat ja auch gesagt, er macht keinen Batman-Film, ne, als Regisseur. Hat er, glaube ich, auch abgesagt. Das ist noch besser. Wobei ich glaube, Ben Affleck hätte immer noch ein bisschen mehr
Hintergrundwissen, was Actionfilme angeht, als die Regisseure, die sie sonst so reinpacken. Ich finde es so ein bisschen schade, der beste Batman-Film, der in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren ungefähr rausgekommen ist, war Lego Batman. Ja, gut. Der hat tatsächlich noch am meisten... Der Schauspieler passt wieder. Ja. Der hat immer noch am meisten Batman-Charme rübergebracht. Naja. Aber, wie gesagt, die... Batman-Film war halt hier Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Mhm. Von Christopher Nolan. Finde ich einer der besten Filme, finde ich eigentlich bis dato, was Batman betrifft, finde ich am besten. Also der hat wirklich die Figur, wie zerbrechlich er ist eigentlich als Kind und dann so will er aufwächst. Also da hat man das abgekauft. Wisst ihr, Schmidt? Wobei eigentlich der, wie hieß nochmal der Schauspieler? Christopher Nolan war der Regisseur. Christian Bale. Christian Bale, genau. Wobei Christian Bale ja eigentlich schon eher ein Schauspieler war, der auch so von dem normalen Batman-Stereotyp abgewichen ist, fand ich. Also so teilweise. Er hat irgendwo, also er hat den Charakter von Batman auch so ein bisschen erneuert, was ja auch nicht schlecht ist. Er hat ihm ein paar neue Züge gegeben dadurch. Okay. Aber das hat Ben Affleck halt nicht. Ben Affleck hat Batman einfach kaputt gemacht. Beziehungsweise es war natürlich großteils auch der Regisseur, aber ich schreibe es jetzt Ben Affleck zu, weil er die Rolle verkörpert in dem Moment. Ich sag nur, Batman wirft einen riesigen Container auf die Söldner, die dann eine Gehirnerschütterung kriegen und da tot zu Boden gehen. Oder er schießt mit dem Maschinengewehr und solche Sachen. Das tut ein Batman einfach nicht. Ja. Und das war schon eine der Sachen, die mich am meisten aufgeregt hat. Der hat einfach mal die Grundprinzipien, worum es in vielen Comics einfach auch geht. Batman tötet nicht, Batman benutzt keine Waffen und solche Sachen. Da geht es in vielen Comics auch drum, um diese Geschichte. Und das wird einfach mal in dem Film komplett ignoriert und der ist einfach nur der Massenmörder. Ja, es ist mehr. Und dann habe ich den Trailer gesehen zu Justice League und ich habe gedacht, mir kommt das Kotzen. Dann wirst du dich ja freuen, wenn du den Trailer von Titans siehst. Hä? Das ist eine neue Serie, die bei denen rauskommt. Okay. Es geht, glaube ich, um die Teen Titans, also jetzt die Titans, die richtigen Titans. Ja. Als Realverfilmung, auch über dieses DC-Portal. Oh, nee. Kriegst du da den ganz billige Special-Effekte? Oh, da hab ich bei Just League bei dem Trailer bei dem ersten, da bin ich fast ausgetickt. Wie kann man solche fucking Effekte? Ohne Scheiß. Das sah so potten hässlich aus. Ich habe so das Gefühl gehabt, es ist nicht ganz fertig gewesen. Es sieht so unstimmig aus mit dem Helden und das, was da alles passiert. Ich glaube, die waren da ziemlich unter Zeitdruck, ja. Alter, ich hab so, wie kann man so einen Bockmist machen? Da hab ich auch gedacht. Und das Schlimmste war noch der Flash. Der Schauspieler passt gar nicht. Und dann will er witzig sein, wo es an Stellen ist, wo ich sag, hä? Okay. Er wollte halt zu viel Witz. Ja. Ich pack dir mal den Trailer zu Titans rein, dann kannst du dich später selber davon überzeugen. Ich guck mir das jetzt gleich mal an. Nebenbei. Genau, dann kann ich einfach mal in der Zeit Musik spielen. Musik spielen. Ja, genau. Dann hören wir jetzt in der Zeit Blackout Romeo von The Spinwires. Los geht's. Young, just as late as I can. Wanna get
So, da sind wir wieder. Das war Blackout Romeo von den, jetzt muss ich doch nochmal gucken, von The Spin Riots. Genau. Ja, und du hast in der Zeit nochmal ganz schnell den Trailer angeguckt. Ja, ich sag nichts dazu. Das ist, das ist einer von den vier Serien, mit denen das DC-Portal starten möchte. Punkt 1. Ich hole mal jetzt ein bisschen aus, ne? Okay. Erstens, um jetzt, sagen wir mal, das breite Publikum, ich sag mal jetzt Kinder vielleicht so, ist es zu brutal. Also ich glaube, da würde, also so wie der aussieht, würde er ab 16, 18 sein. Den einen Schauspieler kenne ich. Irgendwie sagt er mir was, der Hauptprotagonist. Okay. Das sagt mir irgendwas, aber ich kann ihn jetzt nicht zuordnen. Ist sehr brutal. Und Special Effects finde ich, also irgendwie finde ich das bei DC nie ganz fertig. Oder ich habe das Gefühl, dass das nicht so ganz wirklich stimmig ist. Ich habe so eine leichte, ich habe so eine leichte Vermutung, woran das liegen könnte. Hä? Diese Special Effekte und so weiter, die bekommst du in einem Special Effect Programm, wo du auch die Sounds machen kannst, wie diese Pistolenschüsse, für, für 100 Dollar ungefähr. Okay. Ich weiß nicht, ob die ihre gesamte Serie mit so einem Programm machen. Also ich meine jetzt im Gegensatz, also ich weiß, ich hole mir den Vergleich raus, aber wenn ich jetzt gucke, ne? Avengers Teil 3 Infinity War, ne? Mhm. Da ist das irgendwie, da hat das Hand und Fuß.
da passt die Special Effects genau, was die machen. Und es sieht auch jetzt nicht so unfertig aus. Hab ich so das Gefühl. Ich meine, ich kann mich nur täuschen, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Aber da habe ich so mehr das Gefühl, das ist genau zu dem Punkt fertig, was die halt da drin machen. Bei DC habe ich so das dumpfe Gefühl, da haut irgendwas nicht ganz hin. So, das ist nicht ganz stimmig, finde ich. Oder zu billig gemacht. Kann natürlich auch sein. Mhm. Also, ich meine, hier Infinity War zum Beispiel hat 400 Millionen gekostet. So, also, ich glaube, für eine Serie geben die nicht so viel aus. Wie gesagt, es sind auch 4 Serien, mit denen sie da starten wollen. Mhm. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, sie haben schon wieder die Charaktere etwas verändert in dem Dingens. Okay. Du konntest nämlich sehen, sie haben tatsächlich Cyborg diesmal weiß gemacht. Nachdem sie in Suicide Squad Deadshot ja schwarz gemacht haben, haben sie jetzt Cyborg weiß gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum sie das die ganze Zeit vorhaben, warum sie das ständig so hin und her mischen. Aber okay. Mhm. Welche waren denn nochmal die anderen, die noch dazukommen wollen? Ach ja, eine Sache, da war ich irgendwie schon so ein bisschen, fand ich so ein bisschen schade, dass sie es dahinter gepackt haben, hinter diese Paywall. Sie wollen nämlich jetzt auch eine Serie, glaube ich, zu Doom Patrol machen. Die fand ich eigentlich mal ganz cool. Doom Patrol war ach, so ja. eine... Da habe ich noch was anderes dann. Mach du erstmal. Okay. Doom Patrol war so eine Heldengruppe, die es, glaube ich, in den 50ern oder 60ern gegeben hat. Und die... wer war denn noch alles dabei? Da war der Robot Man war dabei, Elastigirl, Beast Boy, Negative Man. Negative Man kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie der Unsichtbare. Mhm. Elastigirl sagt ja eigentlich der Name schon genauso wie Robot Man. Beast Boy war tatsächlich ein eher interessanter Charakter. Beast Boy ist nämlich ein Teenager gewesen, der sich in jedes Tier verwandeln konnte. Es gab noch mal einen, den fand ich noch besser. Es gab mal einen Helden, aber ich weiß den Namen nicht mehr genau. Vielleicht weiß es ja einer da draußen. Der konnte mal 2 Tiere nehmen und konnte die zu einem kombinieren. Weißt du, der nimmt irgendwie eine Taube und einen, was weiß ich, eine Ratte und dann mischt er die so zusammen und dann hast du irgendwie eine Ratte mit Flügeln oder so. Da musst du aber viel gesoffen haben. Und den habe ich jedenfalls immer sehr gemocht. Und es kam noch einer dabei, das war Mento, aber ich weiß nicht mehr genau, was der konnte. Ja. Da waren jedenfalls... Ja, die waren auf jeden Fall irgendwie in den 50ern oder 60ern waren dabei. Und die fand ich eigentlich ganz cool. Und das ist aber jetzt auch eine von diesen Serien, die sie hinter diese Paywall gepackt haben, wo du 7,99 € irgendwie bezahlen musst oder 75 € im Jahr. Und das ist definitiv ach, ist zu schon, viel. Der ist schon, der Dienst gibt schon? Ich meine... Ich glaube, dass die es mittlerweile gestartet haben, ja. Aber da hat man doch nie irgendwas in Nachrichten, Internet, irgendwas gehört. Also, das ist mir neu. Ich guck mal, ob ich es finde. Moment. So, da hat Chip von gesprochen. Im September. Was ist angefangen? DC Universe am 15. September, ja. Es ist mittlerweile schon. Aber ich muss doch mal, ohne Scheiß, da habe ich nicht gewusst davon, dass es sowas gibt. Also das hast du auch nie irgendwie gehört oder sowas? Ich habe so bis, ich glaube vorgestern habe ich auch nicht davon gewusst. Ja, das ist halt schon wieder der Fehler. Ja, ich weiß nicht, was mit deren Marketing falsch läuft. Das ist so häufig bei denen, dass sie die Sachen entweder total falsch zeigen oder man überhaupt nichts davon erfährt. Und was soll das kosten? Was ist das? 7,99 € pro Monat oder 74,99 € im Jahr.
74,99 ist zu viel. Im Jahr, ja, richtig. Das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Das, was die anbieten, finde ich zu viel. Also, das rentiert sich irgendwie überhaupt nicht. Also ich kann sagen, bei Netflix kann ich das verstehen, dass die den Preis erhöht haben, aber die haben aber auch diese Masse, wo ich jetzt sage, gut, da gebe ich den Euro mehr aus, ne, und habe dafür größere Projekte, denn ich meine, die wollen ja in nächster Zukunft mehr in Serien investieren. Da sehe ich das okay. Alles klar, dann sollen sie die Serien machen, okay. Aber wenn ich bei DC, ich weiß nicht. Ich tippe mal. Die haben halt eigentlich weder die Masse noch die Qualität, um das zu machen. Und ich wette mit dir, die haben das eher. Das sage ich als DC-Fan. Die haben das eher beschossen, diesen Dienst zu starten als Disney, weil die genau gewusst haben, Disney startet erst nächstes Jahr im Herbst. Ich habe mal rausgesucht, im Herbst 2019. Und soll sich ungefähr vom Preis her so wie die anderen richten. Im Monat. Also auch so 7, um die 8 Euro, sowas in die 8 Euro. Ich glaube jetzt bei Netflix sind es ja, glaube ich, um die 10, ne? 10, 11 Euro. Ja gut, ich bezahle ein bisschen mehr, also wir. Ja, tun jetzt nicht. Ja, ja, durch die HD-Geschichte, ja. Nee, UHD bitte, ja. Von mir aus. was bezahle ich? 8,50 bezahle ich, ne? Genau. Ja. Aber das ist mir es auf jeden Fall wert, weil ja die Netflix-Serien auch jetzt alle in UHD gedreht werden. Hm. Und das ist so, also ich habe mal wieder was rausgesucht, ne? Also Disney startet ja im Herbst 2019, ne? Hm. Ist ja klar. Und die haben ja vor kurzem Fox übernommen, ne? Also 20th Century Fox. Das heißt, die haben jetzt auch die Rechte an X-Men und Fantastic Four. Jetzt? Du meinst hier Marvel oder wer? Nee, Disney. Aber das, ja, Marvel gehört auch mittlerweile zu Disney, oder? Genau. Dann werden Disney die das hat, ja wahrscheinlich übernehmen. Also Disney hat jetzt Fluch der Karibik, Marvel, die Rechte an X-Men und Fantastic Four. Ich denke mal, da gibt es irgendwann ein Crossover zwischen X-Men und, müsst ihr mal vorstellen, Wolverine gegen Iron Man oder Hulk. Geil. Die haben dafür bezahlt 71,3 Milliarden US-Dollar. Alter. Und das ist schon eine Menge. Die haben jetzt wirklich die Rechte an den Marvel-Helden, X-Men und Fantastic Four. Und daraus haben sie gesagt, wollen die Serien machen. Also X-Men, Fantastic Four, so ein paar Serien, ein paar Filmchen. Und zwar kommt dann die, also es gibt ja eine Realverfilmung, ne, von Dumbo. Okay, sah das wusste wirklich, ich noch gar nicht. Sah wirklich süß aus. Und ich sage, das sah wirklich süß aus. Und Marvels Captain Marvel, ne, landen nicht mehr auf Netflix. Also dann im Herbst wahrscheinlich. Steht hier, werden die wahrscheinlich die ganzen Verträge auslaufen und deswegen starten die dann. Vorher wird es jetzt keinen Sinn geben, Disney diesen Streaming-Dienst starten, weil die anderen ja noch die Rechte haben, Netflix als Beispiel. Mhm. Und die wollen halt wirklich dann Serien produzieren, also wirklich am Band. Klack, klack, klack. Animation. Finde ich aber auch gut, jetzt wenn man bedenkt, dass diese ganzen dass denen ja doch dann einiges da wieder verschütt geht mit den ganzen Disney-Filmen, die dann auch rauskommen, die aus dem Netflix-Katalog quasi rauskommen, da muss man ja irgendwas stattdessen reinpacken. Und da ist es vielleicht ganz gut, dass die jetzt nochmal einige nette Serien machen. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass sie sowas wie Curb Your Enthusiasm auch nochmal machen. Okay. Also ich meine, die haben ja, ich sag mal, viele Geschichten, Animationsfilme, zum Beispiel Frozen. Da könnten sie so eine kleine Miniserie, da könnte ich mir auch vorstellen, wie Olaf oder so Abenteuer erlebt. Es gab ja schon, ich glaube, ein oder zwei kleinere Filme nach Frozen. So 30 Minuten, ne? Ging die, glaube ich, pro so. Auf jeden Fall hat Disney gesagt, die wollen
Wahrscheinlich mit niedrigeren Preis anfangen als Netflix, weil die gesagt haben, wir haben noch ein geringeres Angebot. Finde ich wirklich sympathisch. Das ja gut, wir haben jetzt nicht so viel wie Netflix, Amazon, da beginnen wir mal mit weniger, ne, für 5,99, 6 Euro sowas, als Beispiel. Und dann sagen wir immer erhöhen, umso mehr Angebote die haben, ne? Ach ja, ich habe noch vergessen, die haben ja noch Star Wars. Ja, ja, das eben. Kommt auch noch dazu. Die haben, ne? Wie gesagt, die haben die originalen Disney-Sachen, die haben die Pixar-Filme, die haben Star Wars, also Lucasfilms. Dann haben sie noch Marvel dabei. X-Men, Fantastic Four. Ja, die kommen ja erst, ne? Noch. Die ganzen Realverfilmungen, ne? Dumbo und Schön und das Biest. Und aber man muss dazu sagen, Disney hat die, also soll ja, also was vorher war, jedes Jahr ein Star Wars Film kommen. Das ja? finde ich ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Und die haben jetzt vor kurzem, also war ja Han Solo, ne? Der, ja. Ich sag immer, der Han Solo Solo Film. Der war jetzt nicht so der Burner. Muss man dazu sagen, hat man auch an den Kinokassen gesehen. Und dann haben sie zum Beispiel Boba Fett zum Beispiel auf Eis gelegt. Also die wollen sich jetzt mehr, wahrscheinlich hat das gefruchtet und da werden sie, wollen sie sich lieber Zeit lassen für, ich sag mal, alle 2 Jahre. Finde ich auch, ich sag mal. Hoffen wir es mal. Also, ne? wenn sie mehr so Sachen machen wie hier, Star Wars, der 7. Teil, dann okay. Ja, aber was danach war ja eher so, naja, hat ja also irgendwie bei den Fans nicht so gefruchtet. Aber bei den Fans war der Film gut, finde ich, war Rogue One. Ja, doch, der war auch noch davor, genau. Und das kann man ja, den kann man ja zum Beispiel schauen, als, ich sag mal jetzt nicht so als Star Wars Fan, finde ich, den Film hatten ein trauriges Ende, muss man sagen. Aber er ist halt von vorne bis hinten stimmig gemacht. Ja, du könntest auch theoretisch eine etwas andere Star Wars Geschichte halt mal erzählen, wo du dann halt aus Sicht einer Rebellentruppe oder einer Sturm, so einer Sturmtruppentruppe, blödes Wort, eine Sturmtruppe, daraus dann quasi so eine Serie machst, wo du so ein bisschen erlebst, was die in der Zeit machen mussten. Ja. Dass er halt so ein bisschen Varianz drin hast. Wo also es nicht halt immer um die ganze Welt geht. Also nächstes Jahr startet ja Star Wars Episode 9. Und danach haben sie gesagt, wollen sie eine neue Trilogie machen. Aber jetzt mit komplett neuen. Also mit Star Wars Episode 9 endet auch die 4, 5, 6. Okay. Also was 1900, keine Ahnung, 81, 87, sowas, glaube ich. Ja, also hier mit Luke und sowas. Und das soll damit mit Episode 9 beendet werden und danach halt eine komplett neue. Also ohne die bekannten Schauspieler und sowas und Helden, sondern komplett halt neu. Das finde ich jetzt interesting, muss ich dazu. Naja, also ich habe mit Star Wars halt so gar nichts mehr zu tun nach der Geschichte. Irgendwie also, allein schon diese Geschichte mit, oh, jetzt kann jeder hier die Tricks lernen, ohne dass es hier halt wirklich um diese Abstammung und so weiter geht. Das fand ich irgendwie schon so ein bisschen. Es kommt ja ab und zu mal, es hat irgendwas mit Blut zu tun, ne? Irgendwelche. Keine Ahnung, irgendwie solche. Irgendwas ist da im Blut und das hat nicht jeder. So eine Mini-Roboter, keine Ahnung, hab's nicht mal so im Kopf. Und da kann dann, ich sag mal, die Fähigkeiten gefördert werden. Ja, ja, also aber ich, hier die, wie ja? heißt sie nochmal? Ren oder so? Nee, ne? Die Ray. Ray, genau, Ray. Die hatte doch auch kein Jedi. Oder Sith als Vater gehabt
Und die konnte es ja, auch. Das weiß man ja nicht. Es weiß ja keiner, wer die Eltern von ihr sind. Das wurde doch gesagt, das waren irgendwelche komischen Junkies und die haben sie da zurückgelassen. Hab ich auch gehört. Wage ich zu bezweifeln. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also, gut, bei Ben Solo kann ich es nachvollziehen. Weil die Mutter ist ja leer. Mhm. Und die hat ja auch die Fähigkeiten, ne? Da kann ich das durchaus möglich sein. Lea hat die? Ja, Lea hat auch die Fähigkeiten. Ich habe die in den. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt das noch nie bei der gesehen. Also beim Episode 8 hat man es gesehen. Ja, Episode 8 habe ich schon gar nicht mehr geguckt. Ah, okay. Ist aber gut. 2 Stunden und 30 Minuten oder so und geile Star Wars Action. Geil. Ja, richtig gut. Sehr überraschende Handlungen, wo ich jetzt nicht gesagt habe. So, hä? What? Da waren sie alle so im Kino, bitte. Da freue ich mich schon aufs Finale. Mhm. Der kommt ja nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr in die Kinos. Nächstes Jahr startet ja dann auch Infinity War, ne? Teil 2. Der unendliche Krieg. Also mit dem Infinity War Teil 4 wird dann quasi die Phase 3 beendet. Und ja, also ich meine, ne? Mhm. Und wenn man jetzt bedenkt, oder ich guck mal kurz, die hatten nämlich, war glaube ich jetzt eine. War das jetzt die Comic-Con? Wollte ich nicht gerade? Ich glaube, ne? Ich glaube, es waren gerade die Comic-Con. Und da gab es eine Präsentation. Und da haben sie gezeigt, was für Filme noch kommen sollen. Bis 2021 oder sowas. Also, warte mal gucken. Ne. Also Captain Marvel wissen wir ja, März 2019. Ach nee, das ist ja noch alt. Kann das sein? Ja doch. Am 8. März, ne? Dann kommt Infinity War Part 2 am 3. Mai 2019. Dann kommt Inhumans 2019. Bam, bam. Ach ja, Black Panther 2, Doctor Strange 2, Spider-Man Away from Home und sowas. Also die haben schon ein paar Filme, wo ich sage, das könnte noch lecker werden. Ne? Sowas als. Und ich meine, muss man jetzt bedenken, Avengers Infinity War hat bis jetzt einen Umsatz. Ich weiß, es hat nichts mit der Qualität des Films zu sehen, aber 400 Millionen hat er gekostet. Plus minus. Und haben bis jetzt 2.046.400 eingenommen. Hui. Ne? Und wenn man jetzt runter scrollt. Ich scrolle. Also ist auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme. Ne? Und ich gucke mal, wo. Bam, 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 bam. Wo der Justice League geendet. Ich weiß. Ihr Batman vs. Superman 874 Millionen. Ich kann doch suchen, ne? War das nicht so? Aber schreiben wir das nicht? Nee. Aber wie schreibt man das jetzt? Warte mal. Was? Das ist nicht mal im Ranking? Soll ich mich verarschen? Hm.
Nee, ist nicht mal drin. What the fuck? Okay. Ich habe mich geirrt, das ist nicht mal im Ranking. Na dann. Okay, das erstaunt mich jetzt etwas. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass er so schlecht abgelost hat. Ach ja, Wonder Woman bei 821 Millionen. Alter, selbst als Indiana Jones oder Königreich des Kristallschädels hat er. Und der war schon schlecht. Nee, ist nicht im Ranking. Okay, ich habe mich gehört. ja, also ich finde, Disney macht mit diesem Schritt, um das jetzt mal zu beenden, sonst holen wir wieder so sehr aus. Ich glaube, Disney macht mit diesem Schritt noch mehr Konkurrenz zu den etablierten Streaming-Diensten, ne? Mhm. Und denke ich, damit könnte irgendwann das Fernsehen aussterben. Also jetzt was im TV ist normal, ne? Über Kabel. Könnte irgendwann wirklich aussterben, weil ja jeder jetzt dann diese Internetleitung hat, um das, ich sag mal, gut zu streamen. Ne? Da werden bestimmt ein paar jetzt, sagen wir, 7 Euro im Monat ausgeben. Ist okay, oder 8 Euro oder 9 Euro. Ist ja egal. Du kannst die Filme gucken ohne Werbung. Ja. Aber DC, glaube ich, ist ein Fehler. Damit schneiden sie sich, glaube ich, selber ins Fleisch, finde ich. Aber auf den Streaming-Dienst freue ich mich sehr. Also so ein paar Marvel-Serien wäre schon geil. So X-Men, so Crossover, sowas. Wird schon lustig. Ja, aber da brauchst du ja eigentlich keinen eigenen Streaming-Dienst für. Ich meine, diese Sachen wie Punisher und so weiter, die gab es ja dann auch auf Netflix. Ja, aber da läuft ja die Lizenz dann aus. Da ja, ja. Das auf aber deswegen, du bräuchtest ja eigentlich keinen Streaming-Dienst dafür. Du müsstest die Sachen halt nur an Amazon und Netflix und so weiter verkaufen. Ja, man weiß ja nicht, was sie damit noch vorhaben. Wenn die jetzt sagen, gut, wir sagen, wir holen erstmal die ganzen Filme, ne, da werden ja ein paar Top-Filme dabei sein zum Start, tippe ich jetzt mal. Muss ich sagen, da müssen wir mal gucken. Und dann denke ich mir, werden die schon im hintersten Stübchen haben, welche Serien kommt. Und ich meine, die haben das Geld und die Zeit. Ich glaube, dass das dann schon gut wird. Ich hoffe es mal. Bei DC, weiß man noch nicht. Muss man mal angucken. Ja, also bevor wir das jetzt... Ja, wie gesagt, das ist bei DC nichts wert. Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Wie heißt es denn? Es sei denn, dass die vielleicht ihre Animated-Geschichten auch da alle reinpacken. Das wäre zum Beispiel geil. Aber da würde ich jetzt keine 7 Euro zahlen. Eben, ich glaube, das ist schon relativ hoch, was das angeht. Vor allem, weil du die Sachen bei denen immer noch kaufen kannst. Also, wo haben wir denn die Seite gehabt? War das das hier? Wo war das denn jetzt? Ja, genau, und das ist der Fehler. So fängt es schon an, ne? Ja, so fängt das schon an. Wenn ich weiß, Netflix, www.netflix.de oder .com. Maxstone, Amazon, da weiß ich genau, wo ich hinklicken muss. Aber wenn ich jetzt wieder schon anfange, wo gehe ich noch welche Seite? Die haben halt so wenig Werbung gemacht, ich bin da halt auch eher aus Zufall drüber gestoßen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ist, glaube ich, hier dcuniverse.com, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es lädt und lädt und lädt. Jo, da haben wir's. Genau, es ist dcuniverse.com. Ich gebe dir den mal kopieren. Test, hörst du mich? Anscheinend nicht.
Aber ihr seht mich noch, oder? Ach ja. Die Technik. Discord hat sich gerade verabschiedet. Kein Wunder, dass es so ruhig hier ist. Wir hören dann jetzt zu, sind aber teilweise AFK beim Abendessen. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Hunger. Ich hoffe mal, dass Discord jetzt gleich wieder klappt. Dann ist Mephisto auch wieder da. Ich mache einfach mal Discord aus und an. Ach ja, kein Stream oder irgendwelche technischen Problemchen. So. Dann hauen wir den jetzt nochmal hier raus. Ja, das ist natürlich recht blöd, was genau in dem Moment hier passiert. So. Ich gucke mal. Chat. Hallo, vielen Dank. Yo. Dann erstmal hallo Chris. So. Ah! Technik. Es ist echt der Vorführeffekt. Was ist das denn für ein Game? Worum geht's dabei? Falls du das meinst, was im Hintergrund läuft, das ist Everything. Also, auf Deutsch, alles. Es hat eigentlich keinen, in dem Sinn, es hat keinen Sinn, sondern du kannst alles spielen, vom kleinsten DNA-Strang, beziehungsweise bis vom kleinsten Molekül, bis hin zu riesigen Universen kannst du alles spielen. Und das Schöne ist, das Spiel, das spielt sich sogar selber. Das heißt, ich habe schön was ich im Hintergrund laufen lassen kann. Und kann aber dann gleichzeitig mich auf das Spiel, auf den Talk konzentrieren, weil das Spiel sich selber spielt. So, Discord macht immer noch Probleme. Ich rufe jetzt den Mephisto einfach mal über Skype an. Vielleicht geht es darüber. Ist ja auch immer hier großes Problem mit der Technik. So. Anruf kommt. Hallo, Test, Test. Hallo, Mephisto, ich kann dich nicht hören. Ich sehe, dass du anscheinend in der Konferenz bist, aber ich kann dich derzeit nicht hören. Ach ja. Also man lenkt zum Beispiel einen Felsen oder ein Ruderboot und erkundet die Welt. Ja, richtig, ungefähr so. Beziehungsweise jetzt gerade lenkt sich das Ruderboot und der Felsen sich selber. Und dazu findet dieses Spiel sehr oft irgendwelche philosophischen Ansätze. Ups, Moment. Und spricht dann mit anderen Sachen. Ich könnte natürlich jetzt interagieren, aber dann geht vielleicht was kaputt. Lautsprecher stumm geschaltet, einen Moment. Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Ah, das ist doch alles blöd. Also ich komme gerade in Discord nicht rein. Und irgendwie höre ich Mephisto nicht. Kaum. Es ging über eine Stunde gut. Kaum sagt jemand, hey, ich komme jetzt mal, dann geht alles kaputt. Ich rufe nochmal an. Leider hat sich ein Fehler eingeschlichen. Oh. Fuck it. So. Hallo? Test, Test, ich höre dich nicht. Ich hätte mal eine Idee. Einen Moment. Ich glaube, ich weiß, wie es zu regeln ist. Warte einen kleinen Moment. Und? Sag mal was. Hallo. Ah, jetzt höre ich dich. Sehr schön. Ah, so. Story und Technik vertragen sich nicht. Nee, so gar nicht.
So, da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, warum Discord gerade überhaupt nicht klappt. Weißt du warum? Das will sich irgendwie updaten. Will sich gerade irgendwie updaten, aber es klappt nicht. Weißt du warum? Nein. Weil du gerade die C-Seite gesucht hast. Das kann sein. Ich hab's auf jeden Fall. Cool, ne? Warte mal, ich guck mal, welche Seite. Zack und raus. Das war dann zu viel. Discord hat gesagt, was? Eigentlich. Genau, eigentlich war es ja gar keine Werbung, weil wir haben schlecht darüber gesprochen. Ich gebe dir trotzdem jetzt mal den Link. So, über Skype geht es ja. Das ist ja schlimmer als über die Nintendo-Lester. Nintendo übernimmt zumindest, Nintendo unternimmt zumindest nichts dagegen, wollte ich sagen. Ja, aber wenn ich, also, ja, ich lasse es lieber. Philosophischer Ansatz passt ja immer zu hart und herzlich. Ja, richtig, Chris. Passt natürlich immer. So, jetzt ganz schnell mal umdrehen. Zack, jetzt sehe ich wieder was. Ah, aber ich muss sagen, das ist sehr praktisch mittlerweile mit diesem Tablet, das ich so dabei habe. Selbst wenn ich so mal wieder Probleme habe, kann ich über das Tablet immer noch sehen, was geschrieben wird. Und das ist die Seite gibt es schon in Deutschland? Ich glaube, hier soll es noch kommen, aber in Amerika hat es schon gestartet. Na, dann gucken wir mal, ob sie überhaupt in Deutschland kommt. Genau, also wie sie hier auf jeden Fall anfangen ist mit Young Justice Outsiders, der Doom Patrol, Swamp Thing, Stargirl und Harley Quinn. Beziehungsweise Harley Quinn soll noch kommen. Und wie gesagt, Doom Patrol und Swamp Thing, würde ich sagen, sind tatsächlich Sachen, die interessant sind, aber ich glaube nicht, dass die gut werden. Okay. Deswegen wird wahrscheinlich nicht so. Ist wahrscheinlich noch nicht so gut, dass man da wirklich Geld für ausgeben sollte. Wie gesagt, die Animationsfilme und so weiter, wenn sie die mit reinpacken, könnte es sich ungefähr rechnen. Aber selbst die, da würde ich sagen, die kauft man dann lieber so, anstatt jeden Monat dafür zu bezahlen. Naja, immer so eine Sache, ne? Ja. Aber ich habe hier noch was rausgefunden. Ja. Netflix-mäßig. Hatte man ja im Raum gestellt, irgendwie gab es ja eine Diablo-Verfilmung. Mhm. Und das soll jetzt angeblich, also Diablo-Animationsserie werden. Und da hat ein Autor die Verhandlungen mit Netflix bestätigt, aber löscht den Tweet sofort wieder. Also wahrscheinlich hat er von Netflix eins auf den Rüssel gekriegt. Was? Du sagst das schon? Lass mal und aber es könnte interesting werden. Also ich meine, was in der letzten Zeit so ein bisschen raushauen, so viel kann man ja gar nicht gucken, Mensch. So viel Zeit hat man da gar nicht. Also das ist auch mal so eine Frage. Wann sollte man die Sachen enthüllen? Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich ist es ja immer ganz gut, wenn man Sachen relativ früh erfährt, denkt man. Ja. Aber ich glaube, für den Hype ist es tatsächlich besser, es relativ kurzfristig zu machen. Ja, teils. Also zum Beispiel Disney macht das Marketing, also würde ich sagen, gut. Da ist der Hype so riesig, dass viele ins Kino gehen. Die machen das, ich sag mal, ein halbes Jahr vorher, ein Jahr vorher oder so, bringen sie schon einen Trailer raus. Mhm. Und da gehst du ja per Hype schon, was die so bringen, also schon, huiuiui. Ja, ich glaube, das kommt aber dann auch immer, das ist, glaube ich, immer eine Frage, wie etabliert dieses Brand eigentlich schon ist. Also bei Diablo hast du halt schon sehr viele Leute, die das halt schon kennen und die da natürlich auch einiges dann von schauen werden. Wenn du jetzt eine komplett neue Geschichte hast, ist es wahrscheinlich gut, wenn du es da relativ kurzfristig machst, oder? Also mal bloß als Beispiel, ne? Die haben ja jetzt den ersten Trailer rausgehauen zu Captain Marvel. Mhm. Geil. So macht man Trailer. Ohne Scheiß. Und es spielt ja in den 90er Jahren.
Und der Trailer ist so stimmig ab, also so perfekt gemacht, dass du nicht weißt, handlungsmäßig, was könnte passieren und so. Das ist eh so ein Problem bei den meisten Trailern, ne? Meistens ist es so, hast den Trailer gesehen, weißt du eigentlich schon, was passiert. Genau, haben sie die besten Szenen rausgepackt, dann guckst du den Film ran. Ich glaube, es ist auch am schlimmsten, was das angeht, bei Komödien. Ja, weil bei Komödien, bringen sie genau die 3-4 Jokes, die eigentlich die besten sind, die hast du im Trailer. Und wenn du weißt, die waren jetzt eher so lala, kannst du den ganzen Film vergessen, weil du weißt, bessere kommen nicht. Ja. Also Captain Marvel kommt ja nichts so. Und dann kommt, macht ja Marvel, die können ja auch düster. Ja, und da kommt ja dann Venom. Venom? In die Kinos, ja. Das war ein Bösewicht, ne? Bösewicht, ja, kann man sagen, Anti-Held, sowas in die Richtung, so. Hast du den Trailer gesehen? Nein. Und zwar ist der Schauspieler kein Unbekannter. Und zwar spielt, wenn ich mich jetzt alles, ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube, es ist Tom Hardy. Und den kennte man ja aus, na? Dem Wrestling. Ach nee, das war. ich bin enttäuscht. Snorri, ich bitte dich. Stell dir mal vor, dem mit einer Maske. Tom Hardy? Ich muss erst mal gucken, wie er aussieht. Ja? Einen Moment. Der sieht so ein bisschen, zumindest im ersten Bild, sieht er so ein bisschen wie so ein Mafioso aus. Ich stell dir mal mit dem mit der Maske vor und Glatze. Mit einer Maske und Glatze? Jo. Du sprichst... Nein, das kann ja nicht sein. The Dark Knight Rises. Er spielt Bane. Das ist der Schauspieler, Bane. Der sieht viel zu schmächtig dafür aus. Na, wahrscheinlich hat er für den Film ein bisschen getrainiert. Ein bisschen ist gut. Das war ja... hätte ich da echt nicht wiedererkannt. Okay. Und Mad Max hat er gemacht. Okay. Ja, und das ist halt der Schauspieler und der spielt Venom. Perfekt, finde ich. Und der Trailer, hast du den gesehen gehabt? Nein, immer noch nicht. Achso. Ich schick dir dann einfach mal, da kannst du ihn ja mal angucken. Und man sieht, Marvel kann auch düster. Ich schick dann einfach mal hier in den Club rein. Ja, über Skype geht, genau. Ja, und da kannst du ja mal jetzt Musik spielen wieder. Und da in der Zwischenzeit kannst du ihn angucken. Kann ich natürlich nur lautlos gucken, ne? Ach so, schade. Stimmt. Da könnte man mal kurz über den Trailer reden. Was war das für eine Katze, die durch die Schnee... Die was? Schneeebene purzelt. Ich nehme an, eine Katze. Ich habe nicht hingeschaut. Das ist das Besondere an diesen Tieren. Die meisten davon purzeln. Das liegt daran, dass es ein relativ kleines Spiel ist und du ansonsten für jedes Spiel, für jedes Tier eine Laufanimation machen müsstest. Hier purzeln sie. Bis auf Pinguine und so weiter, die laufen quasi normal. Die hoppeln. Jo, dann würde ich sagen, ja, dann hören wir jetzt nochmal ganz kurz Musik. Und zwar Enflamer von Ava Cage. Aha. Und ich kann ja in der Zeit mal ganz kurz den Trailer schauen. Bis gleich.
think I might start to ignite. Start to ignite. Insight, and I think I might start to ignite. Hallo? Hey, warum hören wir sie nicht mehr? Was soll das? Sorry. Ach, ja, man sollte das Mikro natürlich wieder anschalten. Ich laber und laber. Jetzt hier nochmal. Hallo Jellyfish, schön, dass du da bist. Das war gerade Ignite von The Spinwires. Das kann ich jetzt auch wieder rausnehmen. Ja, da merkt man schon, die Technik ist mal wieder bei allen dagegen. Und, yo. Ich habe mir jetzt diesen... Danke. Ich habe mir jetzt diesen ewig langen Trailer nochmal angeguckt. Der ging ja doch schon mal 3 Minuten. Ich kann natürlich jetzt nur von dem, was ich gesehen habe und nicht, was ich gehört habe, ausgehen. Sah ja irgendwie schon ganz cool aus. Ja. Ich habe tatsächlich den einzigen, den ich jetzt wieder erkannt habe, war der Kerl, der zuerst in dieser Kammer war. Weil der hat den zwölften Mönch gespielt in Killjoys. Daher kannte ich den Kerl. Den Rest... kannte ich jetzt nicht so, aber ich muss sagen, sah sehr interessant aus. Ist doch was. Weiß man irgendwas über die Story? Ich gehe nochmal voraus, also wenn ich mir den Trailer angeguckt habe, bis zum Ende. Also am Ende hat man ja einen Kampf gesehen. Zwischen Venom und noch irgendwas anderem. Also ganz am Ende. Wenn man kurz ein bisschen langsam vorspult. Mhm. Warte mal, ich guck mal, wo... Oh ja, ich muss in der Zeit jetzt sowieso nochmal was machen. Und zwar bei mir ein tägliches Ritual. Ich muss mal schnell bei Elder Scrolls Online auf der Seite vorbeischauen. Denn da ist gerade ein Event und da macht man dieses Pathfinder. Ach ja, bei 2 Minuten 12... Jo, hier, Mara hier, das Anhängsel von Chris. Jo, Mara, schön, dass du da bist. Hallo. Genau, da läuft gerade jedenfalls dieses Event. Ich glaube noch bis morgen, wenn man das Pathfinder Snorri holt aus. Hat. Und es geht gerade darum, eine bestimmte Anzahl von Leuten muss das machen. Und wir haben die 100% heute geknackt. Sehr schön. Das heißt, alle bekommen eine Villa. Sehr schön. Also, gut, du nicht, aber ich.
Ja, also beim Trailer von Venom bei 2 Minuten 12 sieht man, dass da zwei kämpfen. Was da jetzt genau ist, ob das zwei sind oder so, kann ich das noch nicht so beurteilen. Man sieht, dass zwei kämpfen. Gut, damit habe ich gerechnet in einem Superhelden. Ja, zwei solche Venom-Viecher, aber was jetzt das andere betrifft, weiß ich jetzt nicht. Also das kann ich jetzt nicht so sagen. Mhm. Sieht aber sehr interesting aus. So, also können wir mal. Kennst du den Rabenprinz auf YouTube? Hat hier, glaube ich, auch mal gejoint. Der schwört auf Path of Exile. Ich wusste gar nicht, dass hier der Dirk auch Diablo spielt. Wer jetzt? Der Rabenprinz. Ach so. Wie heißt der Dirk? Hey, der heißt ich? Dirk, ja. Genau. Ja, wie ich. Könnt ihr eine Show aufmachen? Dirk und Dirk. Oh Gott, so, ich würde es mal umschwenken zu Games. Diablo mit dir, mit dir. Okay. Das Filmethema, oder wolltest du noch irgendwas erwähnen? Du darfst gerne für mich von mir aus auf Games umschwenken. Okay. Außer, ich sag jetzt vornherein, außer Skyrim und Elder Scrolls Online. Okay. Sonst machen wir heute Überstunden. Na gut. Wenn du wieder ausholst, sorry. Also ich will. Ja, ich versuche mich zu zügeln. Also ich meine, wie gesagt, ich und Tite spielen ja zurzeit Monster Hunter World. Hm? Auf der PlayStation. Es ist schon geil. Macht Bock. Aber darauf wollte ich es nicht hinaus. Kann man empfehlen. Müssen wir mal so ran. Aber, Snorri. Ja. 2019. Kommt ein Spiel, da freue ich mich schon mit dir zu spielen. Jetzt bin ich gespannt. Online? Na, kann man das? Mhm. Wir hatten schon mal ein Spiel zusammengespielt, was schon etwas älter war, wo dann aber das Spiel abgebrochen hat, weil wir zu viele Einheiten hatten. Moment, das war die Siedler, ne? Genau. Siedler bringen ein neues Spiel raus. 2019, das war glaube ich schon mal im Munde. Und zwar kommt da, 2019 wird erstmal eine Beta gestartet und Ende 2019 soll es dann kommen. Mhm. Die haben schon ein paar Screenshots gezeigt. Es hat wieder diesen Wuselfaktor. Es sieht fantastisch aus. Wuselfaktor, geil. Wenn ich mir vorstelle mit dem Snorri und ich hoffe mal, die Engine ist da, ich sag mal, so stabil, dass es bei uns zwei, dass die Einheitenanzahl aushält. Ich denke mal, da wird es auch ein Limit geben. Da gehe ich schon von aus, dass das gehen wird. Also ich weiß, bei Siedler, wo wir dann die ganzen Einheiten losgeschickt haben, pfupp. Ja, das war schon was Besonderes. Was sagst du dazu, Siedler? Das ist doch geil, oder? Ich habe die neue Version, die ich gesehen habe, hatte jetzt irgendwie keinen Wuselfaktor. Deswegen wundere ich mich gerade so ein bisschen. Aber ich glaube, die wollten ja einen Reboot machen und einen neuen Teil, ne? Daher weiß ich nicht, was davon ich jetzt gesehen habe. Wenn das wirklich so einen Wuselfaktor hat, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Laut den Bildern. Okay, ich mochte also nämlich halt so die, vor allem so Siedler 3 und 4 fand ich sehr schön. 4 waren fantastisch. Und wobei 1 und 2 habe ich auch gespielt, aber ab Siedler 5 war das nicht so mehr mein Fall. Gut, ich hab noch das Reboot gespielt von Siedler 2. Gab's glaube ich mal die neuen Siedler oder sowas. Gab's ein Reboot mit hübscherer Grafik. Mhm. Aber dieses mit diesem Wegebau und so, haben sie erhalten. Das war nicht schlecht, aber so Siedler 5 oder 7. Mara schreibt hier gerade, meine ehemaligen Mitbewohner haben auch hart Monster Hunter World gesuchtet. Ziemlich geiles Game. Auf jeden. Ja, dann ist doch schön. Schön Monster klatschen. Ich habe es mir bisher ja noch gar nicht so angesehen. Ich habe ja zu viele andere Sachen noch. So, der Hiede haut nicht nur das Monster. Auch mich. Dann hat er bestimmt seine Gründe. Man weiß es nicht. Aber ich hab jetzt da gehört, man kann nicht zusammen wirklich die Story machen, ne? Ja, nicht so richtig. Also es muss immer einer, der schon weitergespielt hat, als der andere. Also wir haben, ohne Scheiß, wir haben
Monster Hunter World angefangen, ne? Und haben geschlagene 4 Stunden gebraucht, bevor wir mal in einer Gruppe waren, geschweige denn mal zusammen gespielt haben, eine Story. Weil wir einfach nicht wussten, wie man in eine Gruppe kommt, wie man was zusammen machen kann. Und in dem Sinne hast du keine Gruppe, wie bei World of Warcraft. Ne, du läufst halt alleine rum und kannst dann in der, also in dieser Landschaft, ne, im Dschungel oder so, Leuchtfeuer abschießen. Mhm. So eine Leuchtfeuerrakete. Und dann kann jeder dazustoßen. Wenn er aber sagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock, ich gehe angeln, sitzt er am Arsch und du hast das Monster vor dir. Geil. Also, das Spiel drin ist schon geil gemacht, ne? Aber mit diesen Online-Feature und so. Also das hätten sie wirklich überarbeiten müssen. Also das ist ja total der Grütze. Vor allem, wenn man bedenkt, man kann die Story nicht zusammenspielen. Finde ich doof. Das wundert mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Also das ist ja eigentlich dafür ausgelegt, dass man sowas zusammen in der Gruppe macht. Ja, ist schon richtig. Es muss halt einer, der immer weitergespielt haben. Und du kannst nicht in eine Gruppe kommen, wenn der eine die Cutscene nicht zu Ende geguckt hat. Wie bekloppt ist das denn, Alter? Also ohne Scheiß. Da hieß es so, ich kann nicht joinen. Ich sag, ne, du hast so vorgespielt, ich kann trotzdem nicht joinen. Cutscene zu Ende, ich kann joinen, yeah. Kannst du die Cutscene nicht einfach skippen? Ja, da kriegst du ja nichts von der Story mit, das ist ja das Doofe. Also das hat auch Riede gesagt, das hätte sie ein bisschen besser machen können. Also mit diesen Gruppen und es ist nicht so. Ich habe gestern übrigens mal einen interessanten Vortrag gesehen. Ja. Und zwar über Leute, die MMOs alleine spielen. Und warum sie das tun. Okay. Finde ich sehr interessant. Und zwar ist es so, dass. Was? Sie hat kein Datenvolumen mehr und schreibt jetzt über meinen Boiling Action Account. Gut, dann Mara jetzt unter Boiling Action. Das kann ich mir merken. Jedenfalls, es gab dann, wie gesagt, so einen Vortrag über Leute, die alleine MMOs spielen. Ja. Und warum sie das tun. Und da war es so, was waren die Sachen? Es gibt mehrere Arten von diesen Leuten. Und eine Sache, die ich sehr interessant fand. Viele denken ja, die Leute, die alleine MMOs spielen, sind dann eher sowas wie irgendwie so Freaks oder so, ne? Irgendwie so, ja. Die nicht dazu passen. Aber wenn wir das in Geschichten und so weiter sehen, ist es oft ja so, dass die Einzelnen dann diese Lone Wolves sind. Das sind meistens irgendwie die Helden in solchen Geschichten. Weißt du, die Leute, die was weiß ich hier, der Desperado, der alleine durch die Wüste marschiert und solche Sachen. Dass die eher so ein Helden-Epos haben. Es gibt viele von den Leuten, die alleine spielen, allein deswegen, weil sie weil sie darin einen bestimmten Reiz sehen, dadurch, dass sie Geschichten machen, hier Quests und so weiter machen, wofür du normalerweise eine Gruppe brauchst, wo du aber mit sehr viel Skill das Ganze auch alleine hinbekommen willst. Das macht bei vielen anscheinend den Reiz aus. So ähnlich wie ich das bei mir jetzt kenne, ich spiele ja auch Elder Scrolls Online sehr viel mittlerweile alleine. Zum einen, weil ihr ja nie mitspielt, zum anderen, aber auch, weil ich dann mein eigenes Pacing haben kann, weißt du? Weil ich habe irgendwie raus jetzt gehört, leicht Kritikpunkt, aber es könnte mich auch täuschen. Es könnte ein ganz leichter Kritikpunkt dabei gewesen sein. Aber, weil man dort dann auch sein eigenes Pacing hat, weißt du? Du kannst die Geschichte wirklich so verfolgen, du rennst nicht von einer Quest zunächst, sondern du hörst dir die Geschichte der NPCs an und so weiter, kannst danach fragen und so weiter. Das finde ich immer sehr schön. Du hast halt deine Zeit und sobald du mit Gericht Leuten unter Stunde bei Hide. Weiß noch. Genau. Und du kannst. Stimmt. Ja, okay. Manchmal ist es auch so, dass ich lore-mäßig vielleicht ein klein wenig zu sehr aushole, wenn ich irgendwas erklären möchte. Ein klein wenig. Ein klein wenig. Jedenfalls,
Ich wollte jetzt noch sagen, wo war ich geblieben? Ach ja, genau. Dass es halt dann bei vielen mehr so, ich sag mal, Richtung Arbeit geht, wenn du mit mehreren Leuten zusammen machst. Dann musst du auf einmal in einem bestimmten Rhythmus bleiben, du musst das Pacing halten, dann rennst du nur von einem Raid-Boss zum nächsten und das ist dann halt was komplett anderes, als wenn du alleine spielst. Auch anders, wenn ich alleine spiele, habe ich zum Beispiel auch gar nicht die... dann habe ich ja die Zeit, so rum, dann habe ich ja eher die Zeit, mir die ganzen Bücher und so weiter anzugucken. Wenn wir jetzt zusammen spielen würden, würde ich das ja eher nicht tun. Aber jetzt überlege ich gerade, was war denn noch... Ich habe gerade irgendwie mittendrin den Punkt verloren. Ich wollte auf irgendwas anderes hinaus, aber jetzt habe ich es mittendrin wieder vergessen von Mara. Ich spiele MMOs dann und wann auch gern allein. Keiner, der mir davon rennt oder mich bremst. Zusammen kann auch sehr witzig sein. Ja, unterschreibe ich so. Also es macht Spaß, mit euch zusammen solche Sachen zu machen. Aber es ist manchmal auch sehr schön, das Ganze alleine zu spielen. Ja, das ist richtig. Ich habe ja auch mit Hide, Welle und Eier irgend so ein... Am besten das Anime. Wahrscheinlich Spiel. Dieses Soulworker-Ding, oder? Genau, Soulworker, genau, danke. Bitte. Und ich und Tita stellen mich immer vor, ja, klatsch, klatsch, klatsch. Der Eier hat irgendwann die Schnauze voll. Du mit der Hide und ich mal. Los, vor. Ja, aber Eier ist in der Hinsicht auch so ein bisschen speziell. Der kommt dann oft mit dem Level 40-Charakter und sagt, kommt dann zu deinem Level 2-Charakter und sagt dann, ja, ich kann dich ja einfach hochziehen. Naja, da bist du ja ohne Switch. Also von daher. Ja, genau. Daran wird es liegen. Nee, aber das ist zum Beispiel so eine Sache, das verstehe ich nicht unter Zusammenspielen, weißt du? Ich will zusammen eine Geschichte erleben. Ich will zusammen irgendwie sowas machen. Eine gemeinsame Geschichte haben. Und das hast du eben nicht, wenn da einer kommt und sagt, hier, ich kann dich hochziehen. Das ist dann schon fast wieder eher arbeiten, weil du schnell irgendein Level erreichen möchtest. Ja, also ich habe mit Hide mal Geschichte gespielt, World of Warcraft. Also hier das vorgehende Add-on. Und das war eigentlich ganz cool. Du kannst halt schnell eine Gruppe erstellen, ne? Du kannst zusammen questen und das war schon nett. Na gut, No Man's Sky hat jetzt keine Story. Obwohl, das könnte ich mir jetzt noch hier eigentlich auch vorstellen. Gibt's da jetzt, ne? Die Multiplayer und Basenbau und sowas. Ja, das. Hast du das mittlerweile gekauft? Nein. Ich wollte erstmal Shadow of the Tomb Raider holen. Also, so Singleplayer-mäßig. Das spiele ich auch gern. Ich habe ja jetzt gesehen, bei Shadow of the Tomb Raider haben sie ja den originalen Lara Croft Skin mit reingepackt. Okay. Also wirklich der mit den blockigen Texturen und allem. Den kannst du tatsächlich damit anziehen. Viereckige Brüste. Ja, genau. Also genau den von Tomb Raider 1 und 2. Okay. Den kannst du da jetzt auch verwenden. Wow. Das kostet selber 5 Euro. Genau. Ja, aber ich habe jetzt gerade mittendrin komplett vergessen, worauf ich hinaus wollte. Also, das ist wie alt bist denn du? Das ist ja auch... Oh, ist ja wie im Altersheim hier. Das passiert mir ab und zu. Kann ich nichts für. Okay. Da, weißt du, wenn du von Gedanken zu Gedanken springst und dann mittendrin irgendwas passiert, dann vergesse ich die Sprünge dazwischen. Und manchmal dann auch den letzten. Ja. Egal, ich... Ich werde schon irgendwie wieder drauf kommen. Ich habe mal ein paar Seiten rausgesucht. Aber ich habe zumindest auch gemerkt, dass wir ja beide auch komplett unterschiedliche Spieler teilweise sind. Ja gut, was haben wir denn? Dota, ne? Altbewährte halt, ne? Ja, ab und zu spielen wir das jetzt auch noch. Aber auch so, was das Pacing angeht, meine ich. Ach so, okay. Also, ich erinnere nur an das berüchtigte Divinity Original Sin. Hallo.
Wo du ich hast viele gesagt, relativ weit hinten waren und uns die ganzen Geschichten angehört haben. Und du bist erstmal meilenweit weg gewesen und hast irgendeinen Kampf angefangen. Du hast doch gesagt, geh vor. Und dann war es eine Giftwolke. Bam. Bin so oft gestorben. Das war ja nur... Ach ja, Goldfield haben wir noch, ne? Ab und zu mal zwischendurch, wenn man Pizza essen kann. Das ist eigentlich ganz trotzdem, nett. Trotzdem fehlt noch irgendwie so das eine Spiel. Wobei ich jetzt sagen muss, so mittlerweile... Fallout 76. Oh, jetzt haben wir eine Wahlarmee. Egal. Wobei ich sagen muss, so mittlerweile... das Fallout 76 ist ja doch schon sehr... Ich würde mal sagen, sehr einladend mittlerweile. Nachdem ich so einiges dazu gehört habe, könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht so unser nächstes großes Spiel wird. Wiederhol das jetzt nochmal, bitte. Welches Spiel meinst du jetzt? Fallout 76. Fallout, ja, hatte ich auch gerade gesagt, ja. Nein, dann mal gucken, wie das wird. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was? Ich fand es immer sehr witzig, in den ersten Teilen Lara hochklettern zu lassen und zu speichern und sie damit viel Geschrei runterstürzen zu lassen. Ich weiß nicht, ich bin zu Lara Croft sehr spät gestoßen. Genau genommen, der erste Titel mit Nora Tschirner. Also quasi vom Reboot der erste Teil. Genau, vom Reboot der erste Teil. Das war der erste Lara Croft-Teil, den ich mir wirklich angeguckt habe, weil... Ich habe in der Grundschule, habe ich das bei einem Freund auf der Playstation, glaube ich, oder so gesehen. Okay. Und der hat das da gespielt und der hat da diese Paviane abgeschossen, die den angegriffen haben. Das fand ich so scheiße, deswegen mochte ich Lara Croft nicht. Ich fand das so scheiße, dass sie diese Paviane angegriffen hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, Lara Croft will ich nicht spielen, habe ich keinen Bock drauf. Und dann, ja... Okay. Habe ich es dann erst wirklich gemacht, als der Reboot kam. Ja, das waren aber bis jetzt zwei geile Teile, muss ich sagen. Gute Spiele. Coole Story. Und ich hoffe mal, der dritte wird vielleicht auch so. Hab ich mal. Oh. So, was habe ich denn noch so? Kennst du noch Anthem? Oder Anthem? Anthem, ja. Die haben jetzt... Das EA-Spiel, das so ein bisschen wie Destiny werden soll. Ne? Also die haben jetzt die Alpha-Phase beendet und jetzt kommen noch Feintuning und Bugfixes. Und ich hoffe mal, also Release soll ja 22. Februar 2019 sein. Ich hoffe mal, die Story wird gut. Den Trailer hatten wir ja zusammen geguckt, glaube ich. Und es sah fantastisch aus. Und ich hoffe mal, spielerisch auch. Also ich muss da leider sagen, der Hype ist für mich da so ein bisschen verflogen. Also die haben ja bei der letzten E3 haben sie es nochmal gezeigt und das war irgendwie... Ja, so finde ich das, aber wisst ihr, wenn ich dann wieder in-game zeigen auf dem PC anstatt auf einer Xbox ich finde lieber ein bisschen weniger zeigen, ne? Und dann wirklich auf das Spiel freuen, weil man wenig gesehen hat. Wenn man jetzt einen Trailer raushaut mit den ganzen Inhalten und bla, wie ich und ich. Ich finde das lieber korrekt. Die sollen das Spiel bugfrei raushauen und gut. Nicht wie manch anderer Hersteller. Wie No Man's Sky zum Beispiel. Also wenn sie das bis, ich sag mal, das Spiel rausgehauen hätten, so mit diesem Patch, ne, was Multiplayer Basen auf V könnte, hätte es eventuell ein bisschen anders werden können. Aber. Ja, also so wie es jetzt zu sein scheint, ist es ja anscheinend ganz gut geworden. Aber dadurch, dass die halt so einen Druck hatten. Ja. Die haben sich selber Druck gemacht. Ja, Sony hatte ja damals gesagt, die sollen kein Early Access machen, sondern es soll ja als kompletter Titel rauskommen zu der Zeit. Und ich glaube, das hat denen ziemlich viel kaputt gemacht. Ja. Hätten die noch ein Jahr dran gehängt oder es als Early Access rausgebracht, wäre es wahrscheinlich kein so großes Problem gewesen.
Übrigens, mir ist noch ein Spiel eingefallen, was wir ab und zu mal zusammen spielen. Und welches? Zombies Club. Dead by Daylight, nicht Dead by Daylight, irgendwas mit Dying Light. Dying Light, genau. Aber dann sehe ich ja bloß immer, wenn du hinterm Bus stehst, siehst du die Zombies immer hochfliegen, weil der Snorri immer Anlauf nimmt und einen Dropkick macht. Wenn das Spiel... Die, Zombies so... Wenn das Spiel dir die Möglichkeit gibt, einen Zombie mit einem Dropkick zu erledigen, dann machst du das doch auch. Läufst du so normal, klopfst die und daneben dir fliegen sie hin und her, weil das Snorri im Anlauf nimmt. Theoretisch, ich brauche keine Waffen in dem Spiel, ich brauche nur den Dropkick. Ja gut, bei den Boss-Kämpfen dann... Ja. Ja, ich glaube, einen Bosskampf hat man noch nicht wirklich, oder? Ja gut, diese fetten Zombies halt hier, ne? Ach so, ja. Die sind gut, hier, da, ne? Da bräuchtest du schon so ein bisschen eine Waffe. Ja. Was hätte ich denn noch so? Also ich hätte jetzt noch was Hardware-mäßiges, bloß mal so nebenbei. Es kam ja eine neue Grafikkarte raus, ne? Mhm. Diese RTX 2080 und 2070. Ach, diese Nvidia-Geschichte, ne? Genau, diese Nvidia hier. Und die sind ja schnell und haben halt so eine neue Technik drin, ne? Mhm. Kann ich jetzt nicht erklären, das dauert zu lange. Also quasi, es gibt ja Kantenglättung und ne, so Anti-Filterung und TXAA und die können das halt viermal so schnell verarbeiten. Da sehen die Spiele halt besser aus und da hat die Grafiker dann halt mehr Leistung und mehr schneller und so klar. Es geht halt darum, die kosten halt Schweinegeld. 800 Euro oder sowas, ne? Mhm. Und da könnte es durchaus möglich sein, dadurch, dass Trump diese Zölle, ne, die Strafzölle aus China erhöht haben, kosten die GTX 2080 80 US-Dollar mehr und die normale 2070, also die 2070 um 50 Dollar mehr. Werden die in den USA fertiggestellt oder? Nein. Also zum Beispiel. Ansonsten betrifft es uns doch gar nicht. Ne, MSI und Gigabyte haben ihre in Taiwan und können die Herstellung halt dort auslagern, um die Strafzölle zu vermeiden. Ne? Mhm. Aber zum Beispiel. Das würde mal wieder bedeuten, Trump zerstört Arbeitsplätze dadurch. Ja, so kann man das sagen. Es gibt halt Hersteller wie Zodiac, ne? Zodiac oder Zodiac, ja. Mhm. Die produzieren halt in China. Die müssen halt entweder ihre Gaming-Charges senken oder halt das riskieren, um dauerhaft höhere Preise nicht mehr, ich sag mal, konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Dadurch tun halt viele Hersteller außerhalb der USA produzieren. Das heißt, in den USA kriegst du halt weniger Arbeitsplätze dadurch. Ne? Und die Grafikkarten werden dadurch höher. Mhm. Also der Preis her. Ne? Also im Januar, also sagen wir zur Zeit, tun wir uns in einem Preis von 800 US-Dollar für eine RTX 2080. Das ist viel. Ne? Und Januar dann 2019 wären sie ungefähr bei 1000 US-Dollar mit zuzüglich, ne? Das ist ohne Steuern, das muss man vorstellen, ohne Steuern. Die werden noch Steuern und Versand draufhauen. Dann bist du wahrscheinlich so bei 900 ungefähr. Ne, bei 1000. Über 1000. Echt? Ja. Also die wird im Januar 2019 1000 US-Dollar kosten, mit, also zuzüglich Steuern und Versand. Also entweder muss Nvidia sagen, wir müssen die Preise senken, also die Hersteller, ne, die müssen halt ihre Preise senken, um wieder auf das normale Niveau zu kommen.
Oder halt, wie so gesagt, zu riskieren, dass keiner die Grafikkarten mehr kauft. Ne? Dann lieber die anderen kaufen. Gut. Naja, wie gesagt, ich glaube schon, dass die dann eher die Arbeitsplätze aus den USA woanders hinschieben. Ja, und dann ich eher auch, auf ja. den europäischen Markt oder ähnliches ja, drin. Ja, also ich meine, zur Zeit halt eine neue Grafikkarten. Ich schwanke noch, ich bin noch beim Überlegen. Na, wenn man dann so kommende Titel sieht, da war schon, da könnte es eng werden. Mhm. Aber jetzt bin ich beim Überlegen. Warte ich jetzt, bis diese RTX auf einen normalen Preis landet, was ich mir vorstelle. Oder ich hole jetzt eine aktuelle GTX 1080. Das ist halt jetzt die Frage. Ich würde wahrscheinlich eher auf die RTX warten. Denke ich auch. Ich muss die Tage jetzt auch mal rausfinden. Hatte ich ja gestern mal ganz kurz erwähnt, wie ich in Steam Items verkaufen kann. Weil ich habe gemerkt, ich habe anscheinend in Dota ein Item, was um die 250 Euro wert ist. Oder 250 Dollar. Geht einmal frei, kann ich dir erklären. Ich habe auch schon mal ein bisschen was verkauft. Okay, und wie machst du das? Du gehst halt Community, klickst du oben an, da hast du dann Workshop und Markt. Da gehst du auf Markt. Einen Moment, Community auf Markt, ja. So, und dann hast du auf der rechten Seite Gegenstand verkaufen. Das muss bei mir erstmal laden. Ich weiß nicht, warum Steam bei mir immer so Probleme hat. Es braucht ewig, bis es mal irgendwas geladen hat. Ja, bei mir lädt es auch gerade. Oder du gehst halt in dein, klickst halt auf Name. Ja, und da steht halt Inventar. Naja, mein Inventar weiß ich ja. Das kann ich ja auch irgendwo über Snorri Inventar genau, gehen. Und dann klickst du halt auf das Button, also auf dieses Item, was du hast. Mhm. Ja? Ich tu mal. Oh, was ist denn jetzt los hier? Ist der Markt über. Ach doch, hier. Und da steht, wenn du auf dem einen klickst, steht unten verkaufen. Wenn du auf das Item geklickt hast. Also, entweder ist es. Es kann aber auch sein, wenn es bei dir nicht steht, dass es nicht auf dem Markt verkauft werden kann. Ah, okay. Also wenn dann, klick mal irgend auf ein Item und da müsste dann ganz unten links stehen, so ein grüner Button, verkaufen. So. Ah ja, okay, das sehe ich schon. Jetzt muss ich nur noch finden, wo die... Jetzt muss ich nur diese 93 Seiten durchgehen, wo denn dieses eine spezielle Item ist. What the fuck? Seiten? 93. Alter, ich bin bei 19. Tag. Voila. Ah ne, Widow, ne? Oder? Kannst du das irgendwie suchen oder so? Ich weiß es nicht. Aber bei mir tut der Markt auch gerade wieder rumspinnen. Ist alles sehr laggy gerade noch, ne? Ja. Also ich kann nur kein Inventar aufrufen. Das dauert übelst lange. Ey, man kann sogar Hüte verkaufen von Golfit. Wenn es da genug Käufer gibt? Ne, aber ich tue sowas ja eigentlich nie. Aber ich dachte mir, wenn das wirklich 250 Dollar wert ist, dann kann ich das auch eher gebrauchen. Aber hast du in der letzten Zeit über Steam ein Spiel gekauft? Bestimmt. Nicht von anderen Seiten? Den was meinst du mit in letzter Zeit? Welcher Zeitraum? Es könnte sein, ja. Also direkt über Steam. Ja, Moment, ich guck mal ganz kurz. Hier kann ich mal gucken. Upp, nach oben. Ja, müsste ich. Ich glaube, Hands of Fate 2 habe ich über Steam gekauft. Okay. Ja gut, da kannst du auf dem Markt noch was verkaufen, wenn er mal wieder online ist. Mhm. Da steht zum Beispiel dann
ich sag jetzt mal, ich habe jetzt ein Bild ausgesucht hier für einen eigenen 7 hier, so Sammelkarten. Da steht zum Beispiel 7 Cent jetzt da. Und da gibt's da halt ein, was du haben möchtest. Da gibt's so eine Tabelle hier, so eine Tabelle. Hm? Und da wird gerade die Preisentwicklung von dem Gegenstand halt ist, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe 7 Cent, gibt's auch eine Gebühr von, kriegt Steam. Ja, ja, die kriegen irgendwie, Prozent, ich glaube 10% ungefähr nehmen die. Ah, okay. Ja, und da gibt's da halt ein, dass es genau ungefähr bei 7 Cent landet oder so. Und da kommt es immer drauf an, ob das gerade jemand haben möchte oder so. Ja, ja, das ja immer. Das ist ja immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Ja. Das fand ich ja so lustig, bei Dota war das auch so. Da gab es mal kurz so eine Zeit, da waren die diese Minen, diese Naval Mine von Tidehunter war so begehrt. Mhm. Das war so ein normales Common Item, also komplett gewöhnlich, was der halt an dem Fuß so getragen hatte. So eine Kette, die er quasi hinter sich hergezogen hat. Und die wurde aber komplett sehr hoch gehandelt, weil es das Gerücht gab, dass das bald zu einem Immortal würde. Da haben sich die Leute dumm und dämlich dran verdient, weil die Leute jetzt alle wie blöd diese Mine gekauft haben. Okay. Oh, ich habe auch ein Item. 2,62 Euro. What the fuck? Cool. Na, ich sehe es jetzt nicht. Ich sehe nur bis Seite 3. Alles andere wird mir nicht mehr angezeigt. Naja, egal. Das, dieses Inventar ist momentan nicht erreichbar. Ja, das habe ich schon ab und zu mal zur Zeit. Na gut. Egal, wird schon irgendwie gehen. Ja. So. Ja, ich würde aber sagen, wir sind jetzt schon wieder knapp über unserer Zeit. Ja. Das heißt, schön, dass du da warst. Und ja, wir rügen gleich auf jeden Fall Hide nochmal. Und ja, wir sehen uns. Ich bedanke mich da draußen für eure Ohren. Und wir sehen uns in nächste Woche auf jeden Fall wieder, ne? Ich guck mal, was ist das? Das ist der 4. Jahr. Nächste Woche sollte gehen. Also, wir sehen uns. Da haben wir dann neue Themen. Genau, wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder. Und bis dahin. Ja, tschüss. Donnerstag ist es soweit. Du kommst spät von der Arbeit und du fragst, was soll ich bloß tun mit mir? Ja, das kenne ich. Aber heute ist ein echt besonderer Tag, denn heute startet die Show. Mit Snorri, Aya, Hide, Mephisto, sie gehen auf Twitch heute live. Dann komm doch mit und sei dabei. Willkommen hier bei Hart und Herzlich. Schnapp dir ein Bierchen und hör gut zu, worum es wohl geht bei Hart und Herzlich. Eigentlich bestimmt das ja auch du. Packt Snorri wieder Studien aus, die total sinnlos sind, ey, find's raus. Kommt von Aya wieder ein abartig flacher Witz, davon kannst du ausgehen, echt. Mephisto knallt wieder Fakten raus, ganz herzlich, so sieht die Show in etwa aus. Der Hide verliert den Verstand, ganz herzlich, er ist halt nur der Praktikant. Das hier passiert bei Hart und Herzlich, spät am Abend bis tief in die Nacht. Darum schau rein bei Hart und Herzlich, außer wenn du gerade was anderes machst. Hart und Herzlich, Hart und Herzlich. Musik haben wir auch. Aber ich sag dir, wegen CC werden deine liebsten Lieder nicht gehen. The Roots and Storm und Friends, das können wir nicht spielen, wegen Lizenz. Kam das jetzt plötzlich? War das ein Schock? Wir haben noch die Warlords oder Bankrock. Ach, da war was. Gut, dass du sagst. Wir schauen mal, was Bank wieder getweetet hat.
Das alles machen wir nun, denn wir haben nichts Besseres zu tun. Wir machen weiter, das werden wir dringen, bis Bankrock endlich mal wieder anfängt zu singen. Ha, 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 hey! Wir machen weiter hart und herzlich und labern, was das Zeug hält. Das Showbusiness ist halt hart und herzlich, damit verdienen wir überhaupt kein Geld. Komm rein bei hart und herzlich, jetzt setz dich und nimm dir einen Keks. So muss es sein bei hart und herzlich. Was sagst du? Ach, es ist schon zu spät. Mehr wird's nicht, hart und herzlich. Es regnet.